Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2012 und immer noch in der Hoffnung, dass mal was passiert. Wir können jetzt Drone capturen. Naja, wozu auch immer. The drones we've disassembled seem to have a singular purpose, to repair the alien technology, including its robotic counterparts. Okay, ich fange nochmal an. Ja, ein bisschen früh. The drones we've disassembled seem to have a singular purpose, to repair the alien technology, including its robotic counterparts. Although they act as robotic medics and lack any kind of offensive weaponry, das stimmt nicht ganz, we did discover a large explosive charge is located deep within the substructure it draws on as a power source. Deswegen explodieren sie, na gut. Die haben Offensive Weaponry, die haben die ganzen Civilians abgeschossen damit. Ich meine, die machen nicht viel Schaden, aber für Civilians reicht's. With this and several of the alien devices, I continue to be amazed by what their creators have been able to accomplish. Dr. Shen believes it may be possible to hack these drones, allowing us to utilize them for our own purposes. Further details as to this specimen's complete combat data. Okay, ne, das ist etwas, was wir nicht brauchen, aber gut, so. Wie ist denn die Lage hier mit unserem 4 Tage? Na ja, gut, dann forscht mal gerade mal nicht. Wir haben ja. Ah! Es passiert etwas! Hurra, hurra, hurra! Oh, ist das schön. Medium. Na ja, dann mal ran. We have eyes on the bandit. Approaching target now. Hast du gut gemacht. Na, Spiel. Spiel. Ah, es ist was passiert. Ist das nicht schön? Okay. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wen können wir denn mal wieder? Du bist schon Colonel. Lassen wir dich mal hier. Nehmen stattdessen dich mit. Du kannst ja noch ein bisschen. Du bist ja jetzt Major, ja. Du kannst noch ein bisschen was an Erfahrung gebrauchen. Okay, das ist soweit gut. Okay, dann. It can be a powerful feeling through the air without a tether. Just keep a close eye on your power levels. This suit isn't meant for long distance travel. Na? Okay. Gut, es funktioniert. Du bist auch soweit gut. Frequenate. Gucken wir sonst alle nochmal an, sicherheitshalber. Ich weiß nämlich gar nicht mehr. Haben wir. Nee, haben wir nicht. Skeleton Suit, Rocket Launcher. Nee, haben wir auch noch nichts anderes. Dann auch noch mal Archangel. Sehr gut. Na gut, dann gehen wir es mal an. Mal gucken, ist die erste Mission in einem neuen Monat. Vielleicht haben wir neue Aliens. Prepare for deployment, Strike One. Ja, dann mal los. The drop site for this operation will be in Canada. Das macht ja nichts. It looks like the aliens went down in a sparsely populated. Es stört dich das nicht, dass du jedes Mal das gleiche erzählst? Ja, genau genommen sogar dasselbe. Weil es ja immer wieder die gleiche Dialogbox ist. Naja. Okay, willkommen in Kanada. Come in, HQ. Big Sky has reached the outer marker.
approaching the crash site now. Strike team is awaiting your orders. Affirmative, Big Sky. So, Strike One is free to engage hostile targets at the crash site. Naja, wissen also nicht in welche Richtung. Gucken wir einfach mal. Da ist das UFO schon, ne? Das sind doch Teile vom... Sieht so aus. Naja. Okay. So, ihr macht jetzt... Toggle Flight. So, und jetzt gehst du mal gleich ganz nach oben. Und bleibst da. Wir haben für 6 Runden, weil wir advanced... Ich glaube, das ist schon Advanced Flight, dass wir für 6 Runden fliegen können. Allerdings heißt das 6 Runden bewegen. Und da ich das üblicherweise nicht mache, sondern meine Sniper einmal irgendwo hinstelle und dann sie da lasse, können sie quasi auf unbestimmte Zeit durch die Gegend schweben. So. Das sind jetzt unsere ja. Fliegenden Sniper und... Ice Field Commander. On Overwatch. Schön. Overwatchen und dann mal gucken, was passiert. Nix passiert. Naja, das ist ja irgendwie nicht unerwartet. Gut. Okay, wie sieht das hier mit voller Deckung aus? Das ist nicht wirklich gut. Nehmen wir erstmal dich. Ah, du kommst noch da. Da war schon mal was. Aber siehst nix. Was war das schon? Large Scout, ne? Na ja, gut. Oh, bist du fast mit dem Vogel kollidiert. Ja, das ist jetzt eine ganz neue Gefahr, dass man aufpassen muss, dass die Vögel nicht gegen einen entgegenfliegen. So, Aliens. Dann man tau. Okay, Sicherheitshalber mal... Was war das? Upsi. Ja, das war die falsche Taste. Ich bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich bin gerade auf Fullscreen gesprungen und wieder zurück. Ich weiß nicht, was das mit dem Video gemacht hat. Ich werde es mir danach mal angucken. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Okay, weiter geht's. Das ist Dashing, es ist ja doof. Going in for the kill. Na? Ja, da ist das UFO. Wir haben auch noch nichts gehört, also... Seltsam.
Und du deckst mal die Seite ab. Mal hoffen, dass hier keiner ist. Helfen können wir dir da nicht. Na gut, die Sniper. I feel, Commander. Run, I got my eyes on. Können ja eigentlich mal ein bisschen nach vorne fliegen. Also, ja, wieder Waffe wechseln. Roger that. Scanning. Roger, I've got my eyes on. Got it covered. Waffe wechseln. Roger, I've got my eyes on. You hear that? Mhm. Klingt nach Mutons. Aber die können doch nicht alle im UFO sein. Also... Nee, Spiel, ich möchte diesen... Darf ich? Danke. Wo seid ihr? Achso, hier ist der Front, der Haupteingang quasi. Dann fliegen wir mit dir mal. Ja, die fliegenden Charaktere auszuwählen ist ein bisschen schwierig. Flieg mal da hier. On Overwatch. Covering now. Du, alle schön Overwatching. Du gehst mal da, dass der blöde Baum nicht im Weg ist. Roger that. Scanning. Roger that. Scanning. I'm on. So, Aliens, nun kommt mal raus. Aha, aha. Na also. Da haben wir also doch noch welche. Aber sie zeigen sich noch nicht. Nee, du bleibst mal da. Na, endlich! Ja, das sieht doch gut aus. Wo ist denn unser... Ach, wir haben ja nur einen Heavy. Das bist du, ne? Nee. Wo sind denn unsere... Du bist das. Ja, mal gucken, ob wir da überhaupt hinkommen. Wow, wir kommen da hin. Das ist schon mal gut zu wissen. Nein, nicht in die falsche Richtung drehen. Das ist ein bisschen wenig. Du hast volle Deckung, du hast keine Deckung, du hast halbe Deckung. Dann würde ich sagen, nehmen wir dir mal deine Deckung weg. Nehmen wir Schnickkamera. Komm. Können wir nicht. Das ist doof. Na gut, dann schießen wir so auf dich. Vielleicht schießen wir ja vorbei und schießen den Baum kaputt. Ja, aber du hast immer noch volle Deckung, weil du nicht hinter dem Baum stehst. Ich bin auch blöd. Na, dann schießt er gleich nochmal. Oh! Wow! So, wo sind jetzt hier unsere... Da.
10 Damage, increased chance of critical. Ja, das wird nicht reichen. Der andere hat volle, hat halbe Deckung, das heißt, in the zone wird nichts bringen. Dann schießen einfach tot. Oder? 17. So. Nehmen wir. Und du machst ihn jetzt platt. Ja. Very nice. Nice Team Effort, würde ich sagen. So, jetzt haben wir noch den Kollegen da und du siehst ihn wahrscheinlich nicht. Nee. Doch, du siehst ihn. Obwohl, der hat ja... Nee, da brauchen wir keinen... Ah, scheiße, brauchen wir da gar keinen Headshot für. Außerdem wollte ich auf den schießen, aber du siehst nur den. Achso, wir haben noch nicht geschossen, Gott sei Dank. Danke, Spiel. So. Ari hat der Headshot gar nicht ausgewählt. Gottes Willen. Ist das noch früher Morgen und... Aber ein toter Mutant zum Café ist immer sehr schön. So, was haben wir noch? Ach ja, du bist halt nochmal dran. Eigentlich. Hast du nicht Double Tap? Naja, gut. So. Ich würde sagen... Du hast noch eine Handlung? Das kann doch nicht sein. Du hast doch schon geschossen. Dann würde ich sagen, ziehst du dich mal zurück. Ja, du bist da hinten ja so ein bisschen am Rande der Action. Ja, das würde ich aber auch machen. Und Kollege hier von wegen Advanced, ne? Das entscheidest ja nicht du. Also, das, dafür ist ja immer noch der Commander da. Also mal nicht übermütig werden. Dashing, schade. Dann gehen wir da. Was ist das denn da? Hallo? Das sieht ja mysteriös aus. Okay. Hat sich gut versteckt, der Kollege. Muss man ihm lassen. Ach, das ist kein Eingang? Hä? Wo ist denn hier der Eingang, verdammt nochmal, der eigentliche? Ach. Ach so. Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Oh, das. Wir sind, kommen von der Rückseite. Das sein? Weil das hier... Nee, ist keine Tür. Ist das eine Tür? Das ist auch keine Tür. Hm. Egal. Da. Das ist kein Dashing, aber da hast du keine. Geh mal da hier. Ist da eigentlich ganz gut? Mal gucken. Achso. Okay, der Kollege Mutan hat keine Lust mehr. Äh,
Uiuiui, hier ist aber eine Menge zu Bruch gegangen. Das ist schön, dass das, wenn wir das mit der EMP-Waffe abschießen, dass das Alien dann nicht, das UFO dann nicht kaputt geht. Also, innen drin nicht. Als ob es dann keine Schwerkraft mehr gäbe. Na? Nee. Ach, Gottes Willen. Und jetzt... Ich darf nicht alle Leute nach hier schicken, weil dann haben wir gleich auf der anderen Seite welche. Und dann sind wir ein bisschen... Gut. Achso, dann kannst du nichts mehr machen. Ja, gut. So. Du bleibst erstmal da, brauchst noch ein bisschen Verstärkung, dann nehmen wir mal dich. Na, bist jetzt mal dran? Ja. Kommst du hier irgendwo hin? Na? Das Ding jetzt aus? Ja, egal. I'm on it. Ja, tue ich. Das sind Mutants, die rumlaufen. Und ja. Das haben wir irgendwie so ein bisschen erwartet, ne? Wo bist du denn hingerannt, Mensch, Kumpel? Dashing, Dashing, Dashing. Zu irgendwo Deckung, wo du nicht... Oder hier. Got it covered. I feel, Commander. Du wartest auf die Verstärkung? I'm surprised. Wenn du schalt doch mal dein Fliegeding aus, Mensch. Naja, egal. Ist wahrscheinlich jetzt, wirkt es jetzt so wie ein elektrisches Fahrrad. Hupala. Als Unterstützung. Na? Ja, Bubu. Findest du? Ich finde, der hat sich einfach nur in die... Du siehst ihn nicht. Warum siehst du ihn? Aber du wirst ihn doch wohl sehen. Nehmen wir mal lieber einen Headshot, sicher ist sicher. Kill confirmed. 19, okay, ein bisschen Overkill, aber... So, und die Musik entspannt sich. Wollen wir nicht hoffen, dass das... Hallo. Das ist nur suboptimal da jetzt. Du hast daneben geschossen. Das ist... Nee, das ist wirklich nicht gut. Okay, ich würde sagen... Moment, so, das ist ein bisschen tricky jetzt.
Okay, wir können auf den schießen, dann würde ich sagen. Das ist ja nett, dass du da sozusagen, aber das... kommst du irgendwo hin, wo du richtig Deckung hast? Nicht wirklich, ne? Da oben sehen sie dich auch. Also, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also, wir haben hier zwei. Das ist ein Problem. Der... Wir können den ja schon mal... da ein bisschen weglocken. Hätte es noch ein bisschen weiterlaufen müssen. Der Sniper kann ihn ja nicht sehen, fürchte ich. Nee. Von hier vielleicht? Das ist Dashing. Ja, allerdings leider nur mit Squad-Zeit. Okay. Gut. Die sind da. Da kommen wir nicht hin. Also das müsst ihr Jungs und Mädels... oder Jungs, ihr seid ja nur Jungs. Das müsst ihr jetzt machen. Du kannst zweimal schießen. Jetzt treff bitte. Ja. Ach scheiße, jetzt hätte ihn der Sniper vielleicht treffen können. Na ja. Dann machst du das jetzt einfach nochmal. 84, come on. Okay, das Problem werden wir los. Jetzt haben wir die beiden. Aber ich glaube, von denen können wir relativ effizient weglaufen. Wenn ich wüsste, ob das hier für die reicht, dass das eine Bewegung ist. Nee, 35, das lohnt nicht. Okay, kriegen wir euch da irgendwie... nicht wirklich. Ach so, ja, egal. Overwatch. Okay. Die Prozentchancen gefallen mir nicht. Ja, kommst du nicht hin, können wir vergessen. Du siehst sie auch nicht. Siehst sie immer noch nicht. Okay, wo ist unser Sniper abgeblieben?
Ich meine, wir könnten hier rein, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass hier noch wer ist. Ja, du hast ihn kurz gesehen. Na, come on. Nee, das war suboptimal. I feel, Commander. Das ist alles dashing. Haben wir nicht wirklich getroffen, ne? Ja. Incoming over here. Gut. So, jetzt können wir hier mal diesen No Risk, No Fun. Oh, fuck, es reicht nicht. Aber wenn wir Glück haben, geht dabei die Deckung kaputt. Wie viel Schaden oder wie viel Chance hast du denn? Das kann man vergessen, dann probier's mal. Ach, Spiel. Na? Okay, wollen wir mal gucken. Da ist immer noch volle Deckung. Aber wir können sie ja, wenn wir da overwatchen, machen sie ja nichts. Das ist ja vom Prinzip ganz gut. Da können wir sie ja quasi festpinnen. Ja, dann guck doch mal. 85. Na, sieht nicht gut aus. Na, immerhin 8. Und du, ach, du kannst ja nochmal. Okay, das sieht schon besser aus. Okay, sicherheitshalber nochmal speichern. Wir haben ja so viel Zeit investiert, das wäre ärgerlich. Bei dir das Problem, du kannst ihn nicht sehen, weil du da stehst. Jetzt dürftest du eigentlich nichts machen. Achso, ich dachte, du machst zumindest Overwatch, aber na gut, du machst gar nichts. Habe ich kein Problem mit. Überhaupt nicht. Na komm jetzt aber mal. Nein. Wenn ich wüsste, ob da noch wer ist. Na, dann wollen wir mal gucken. Vierundsechzig.
Das ist ja erschreckend. Die sehen immer noch nicht. Ich meine, eigentlich zusammen müsstet ihr den ja schaffen, oder? So. Nox, dann bring das mal zu... Keine gute Position. Die ist noch schlechter. Positive enemy contact. Ja, shit. Watch the sides. Ah, ich glaub's ja nicht. Ich glaub. Oh Gott. Ich fass es nicht. Nee. Bitte den da. Siehst du denn? Okay. Wie kannst du den sehen? He's down. Very nice. Wir können durch die Wand gucken. Das können selbst die Aliens nicht, hä? Oh, ey, das ist nicht gut. Aua, 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 aua. Dann schießt er gleich mal zurück. Achso, den könnten wir ja eigentlich stunnen. Dann könnten. Ne, können wir nicht, weil wir kein Stun-Equipment mit haben. So, ich wechsle jetzt erstmal die Waffe. Und das war das letzte Mal, dass ich mit einer Laserpistole geschossen habe. Das kannst du aber wissen. So. Commander, the operation was a success. Ja, finde ich aber auch. Naja. Schwere Geburt, aber immerhin. Einen Treffer haben wir einstecken müssen. Naja. Wir haben ein paar Tage in der Infirmary. Aber mit der Frequenz, mit der die Aliens hier angreifen, wird ja höchstwahrscheinlich nichts passieren, bis... du wieder fit bist. So spiel jetzt noch unfallfrei nach Hause. Ne? Come on. Ah. Okay. So, mal gucken, wie viele Weapon Fragments uns das gebracht hat. Well done, Commander. Oh. It's always good for morale when everyone makes it home safely. Stimmt, du hattest ja die Dingens an, den dich haben sie getroffen, glaube ich, ne? Zusätzlichen Armor. Kommst du gar nicht in die Krankenstation, das ist ja sehr praktisch. 22 Weapon Fragments, na immerhin. Okay, gut.
Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn dann unser Firestorm fertig wird. Hurra! Okay, also bis dann. Tschüss.